Für die Currywurstsoße als erstes eine geviertelte Zwiebel klein hacken. Vom Rand nach unten streifen. Dann 20 Gramm Öl dazu wiegen. Und auf Voroma 5 Minuten andünsten. Natürlich ohne den Deckel. Nach ungefähr 3,5 Minuten anhalten kurz. Das Tomatenmark dazugeben. Und weiter rösten lassen. Fertig angedämpft ist es jetzt. Dann kommt Balsamico-Essig dazu, etwa 35 Gramm und 10 Gramm Sojasauce. Honig, 40 Gramm und natürlich Ketchup, 250 Gramm. Dann nochmal kurz weiterköcheln lassen. Fertig gekocht ist sie jetzt. Wenn man möchte, kann man auf Stufe 6 für 10 bis 20 Sekunden fein pürieren. So sieht die Soße jetzt aus, wenn sie fein püriert ist. Wenn ihr sie natürlich stückiger mögt, dann lasst ihr den letzten Schritt einfach weg. Meine Kids und ich mögen allerdings keine Zwiebelstücke, deshalb püriere ich die immer. Abschmecken mit einem Esslöffel voll Currypulver. Eine Prise Paprika rosenscharf. Ein bisschen Salz. Und wenn ihr mögt, Pfeffer. Einmal kurz unterrühren. Ich lasse meine Soße jetzt so, wenn sie euch zu dick ist, dann einfach mit ein bisschen Wasser verdünnen. Eine Wurst nochmal anbraten. In meinem Fall jetzt einfach eine Thüringer. Sehr lecker schmeckt es auch mit einem Merguez. Die in Stücke schneiden. Auf einen Teller oder in eine Schüssel. Dann Currysoße drüber und natürlich ein bisschen Currypulver. So, fertig. Und am besten mit einem Stück Brot oder einem Brötchen servieren. Dann wünsche ich euch einen guten Appetit. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen hoch und teilt es auf Twitter, Facebook oder Pinterest und abonniert meinen Kanal, damit ihr zukünftig keine Videos mehr verpasst. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ciao!